Ja gut, dann machen wir den auf, ja? Oha, das kommt jetzt. Aha. Das ist doch hier der Dolch des Amon-Ra. Ja, unsere erste Leiche, ja? So, hier. Bei genauerer Betrachten des Dolches kannst du folgende Worte erkennen. Made in Pits... Ach, das ist ein Fake-Ding. Mist. Sie sind in den Teil der Klinge gestanzt, der nicht in Pippin Carters Brust steckt. Ah, Mist. Ja, aber warum verkaufen die denn Fake-Messer, die auch noch scharf sind und alles? Ich dachte, das wären so Plastikmesser gewesen, die Made in Pittsburgh-Dinger. Mann. Achso, mit deinen bloßen Augen kannst du auf der Oberfläche des Dolches keine Fingerabdrücke erkennen, aber das sollte der Untersuchungsrichter noch genauer überprüfen. Ja, aber können wir nicht... Seine Nasenlöcher sind weit offen, wie wenn er geärgert oder überrascht wurde. Im Tod, wie auch im Leben, schaut er dich jedoch mit erhobener Nase an. Ja gut, also er wurde von einer Frau erdolcht. Offensichtlich. An der Stelle, wo der Dolch in Pippins Brust eingedrungen ist, befindet sich im Hemd ein langer Schlitz. Der Schnitt ist ein wenig breiter als die Messerklinge. Wie wenn es nach dem Eindringen etwas zur Seite gedrückt worden wäre. Dr. Carters Haut sieht ziemlich blass aus, wie wenn er sich nicht gut fühlen würde. Vielleicht ist es so, weil er eine Menge Blut verloren hat. Ja, vielleicht. Blut rinnt über die sauber zugeknöpfte Smokingjacke herunter. Pippins Jacke ist leicht ausgebeult, wie wenn er etwas in seiner Innentasche tragen würde. Aha. Sie fühlt sich künstlich an, ein bisschen Wasser rinnt aus der Blumenmitte heraus. Ach so, nee, das meinte ich jetzt nicht. Du berührst das Blut mit deinem Finger, es ist nass. Er hat doch gerade gesagt... Achso, als du in Pippins Smokingjacke fasst, findest du in seiner Innentasche einen Notizblock. Du liest es auf und versorgst es in deiner Tasche. Okay. Können wir noch irgendwas rausfinden? Sein Mund ist weit offen, was dir eine saubere Zahnarztarbeit zeigt. Dieser Mann war auf das Aussehen seiner Zähne sehr stolz. Dr. Carters Haut sieht ziemlich... Ja gut. Kennen wir... Pippins Ohr ist unverletzt. Okay. Eine genauere Untersuchung zeigt dir, dass Pippins Ohren sehr sauber sind. Sein Haar ist ziemlich fettig, wie wenn er es heute nicht gewaschen hätte. Es hat einen leichten Zigarettengeruch, der wahrscheinlich von der Party stammt. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben hat Dr. Carter zerzauste Haare. Na gut. Was können wir denn hier mit dem Notizbuch? Ein aus gutem Papier hergestelltes Notizbuch. Auf dem Papier kann man zwar den Abdruck der letzten Meldung erkennen, aber es ist zu schwach, als dass man das entziffern könnte. Wenn wir die... Unlesbare Worte sind auf dem Papier eingedruckt. Wir brauchen also einen Stift. Obwohl das ein interessanter Versuch ist, bringt er keinen sichtbaren Erfolg, außer deiner momentanen Erheiterung. Na, ich wollte eigentlich den Stift von dem Notizblock hier benutzen, um... Oh, egal. Kann man nicht machen. Schade. Sonst kann ich ja nicht... Nee. Okay. Hallo? Ich war es nicht. Ich weiß, wie es aussieht, aber ich war es nicht. Sie schreien wie ein Irrer, Kleine. Haben Sie den Mann getötet? Ja, natürlich. Deswegen schreie ich auch. Nein, ich bin hier eben erst reingekommen und habe ihn gefunden. Ich nehme an, das erklärt Ihr Geschreie. Haben Sie den Mörder gesehen? Oh, was für eine blöde Frage. Nein. Na gut, ich werde mit Ihnen später reden, nachdem Sie sich etwas beruhigt haben. Aber verlassen Sie nicht das Gebäude. Oh, jetzt sind wir auch noch Hauptverdächtige in einem Mord. Ist nicht gut.
Akt 3. Ah, die Musik ist schön. Am Rande der Technologie. Du machst deine Arbeit gut, Laura. Nachdem Detective O'Reilly die Gäste bereits verhört hatte, unterhielt er sich nun mit seinem Beamten. Es wäre besser, du würdest ihn lieber nicht unterbrechen. Na gut, dann haben wir jetzt 10 Uhr, ne? Was ist mit dem heimlich? Wer ist das? Hallo, Miss Bau, ich bin Ernie Leach. Dr. Carrington sagte mir, Sie können hierbleiben und mit den Angestellten reden. Warum? Ich muss die Türen abschließen, so kommen Sie doch herein, wenn Sie mich brauchen, damit ich Sie rauslassen kann. Dr. C. hat auch einen Schlüssel, aber Sie sollten ihn nicht stören. Danke, Mr. Leach. Seien Sie vorsichtig, wohin Sie gehen. Wolf wird böse, wenn er Sie unten findet. Bis später. Unten? Im Keller oder was? Oder hier unten? Haben Sie was von Ihrer Untersuchung gelernt, Detective O'Reilly? Ach, kümmern Sie sich mal nicht darum, meine Kleine. Das ist mein Beruf, Sir. Das ist eine offizielle Morduntersuchung, Miss Bow. Mischen Sie sich da nicht ein. Oh, ich will mich da nicht einmischen. Ich will nur wissen, was los ist. Irgendeine Idee bis jetzt? Dr. Carter verstarb, weil er einen Dolch aus dem Geschenkeladen in seiner Brust stecken hatte. Was wollen Sie sonst noch wissen? Naja, fürs Erste, wer hat das getan? Jemand, der ihn nicht leiden mag, nehme ich doch an. Brillante Idee. Wenn Sie denken, dass Sie das besser können... Ich kann's versuchen. Oh, wunderbar. Jetzt haben wir zwei Amateure. Ich mag kein Detektiv sein, aber ich bin schon schlau. Ich habe Morde schon vorher geklärt. Ja, das stimmt. Gehen Sie mir aus dem Wege und zerstören Sie keine Beweise. Natürlich nicht. Ja. Naja, nun gut. Naja, vielleicht sollten wir mal hier im Giftshop gucken, ne? Weil, ich meine, das Messer kam ja von hier, aber ja, wer weiß, ob wir da Fingerabdrücke oder sonst was finden. Ich denke mal eher nicht. Ah, abgeschlossen. Der heimlich wieder. Na gut. Dann schauen wir uns noch mal ein wenig um, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben ja auch noch nicht alles gesehen hier in dem Museum, ne? Vielleicht finden wir ja noch ein paar mehr Leichen. Das wäre doch schön. Und dann bucht es uns irgendwann der O'Reilly dann ein, weil er denkt, wir hätten die alle umgebracht. Was ich dann aber auch nachvollziehen kann. Oder der heimlich, der erschießt uns einfach, weil er uns irgendwo gefunden hat oder so. Ey. Museumsleitung hat dies einen Strodomius genannt, was so viel wie ja gut, das kannten wir ja schon. Kann man hier vielleicht irgendwie, kann man die umkippen? Okay. Schade. Oh, wen haben wir denn hier? O'Reilly, ne? Du siehst einen großen irischen Herrn mit roten Haaren, der sich wie ein Polizist benimmt. Ja. Kann man mit ihm reden? Ich hab viel zu tun. Fragen Sie mich nicht ständig das Gleiche. Ah, stimmt. Das haben wir den ja schon gefragt, alles, ne? Aber hier, das kennen wir noch nicht.
Also pass auf, Ramses Nagier, Steve Dorian kennen wir, glaube ich, von ihm auch noch nicht. Ich habe viel zu tun. Gräfin. Na gut, die kennen wir, die kennt, also anscheinend haben wir mit dem darüber schon gesprochen. Aber was ist hier, Dr. Toot Smith? Der ist komisch, ich kam von Ägypten, um seinen Dolch wiederzukriegen und dann stiehlt ihn jemand. Was für ein Zufall, wenn Sie mich fragen, und er hat auch kein gutes Alibi. Oh, der ist ein feiner Bursche. Ich habe nicht viel Zeit mit ihm verbracht. Na, aber kannst du uns nicht vielleicht jetzt noch was über den Mord sagen? Und wo haben Sie das Ding gefunden? Ich fand es in der ägyptischen Ausstellung. Sie haben doch nicht durch die Beweise gestöbert, nicht wahr? Nun? Ich hoffe nicht, sonst muss ich sie verknacken, da sie im Beweismaterial herumgefummelt haben. Oh je. Nee, das haben wir nicht. Und natürlich würde ich nichts anrühren, Sir. Das will ich auch hoffen. Upsi. Ja, okay, dann können wir ihm auch nicht mit dem Notizblock kommen. Na, und mit dem Mord, der steht hier gar nicht drin. Ich habe viel zu tun, ja gut. Dann lassen wir ihn mal viel zu tun haben. Wo geht's denn da weiter? Da waren wir ja auch noch nicht. Oh. Weiter die. Also dann haben die aber eine große Dinosaurierausstellung. Da sind ja jetzt schon einige Räume. Ein schönes Gemälde eines mächtigen Brontosauriers, der Donnerechse. Dieses riesige Geschöpf mit seinem kleinen Gehirn ist im Moment Gegenstand einer Kontroverse. Dr. Earl Douglas vom Carnegie Museum für Naturgeschichte glaubt, dass die Nachbildungen der Brontosaurier die falschen Schädel auf die Skelette montiert bekamen. Na, ich weiß nicht. Trotz allem glaubt Dr. Othniel Marsh, der den Brontosaurier ursprünglich entdeckt hatte, dass die Nachbildungen echt seien. Nur die Zeit und mehr fossile Beweise werden endgültig zeigen, welcher dieser beiden geachteten Herren recht hat. Ja, das ist schon beeindruckend, wenn man sich mal den riesigen Körper anguckt und dann diesen kleinen Schädel. Das ist ein Tyrannosaurus Rex. Sein Name ist Rex. Ist das nicht clever? Wow. Ein kleines Schild weist diesen Dinosaurier als Iguanodon aus, was so viel wie Leguanzahn bedeutet. Wie auch immer, vom Standpunkt der Tyrannosauriers könnte dieser Dinosaurier auch als Mahlzeit bezeichnet werden. Obwohl das ein interessanter Versuch ist, hilft er dir nicht weiter. Nee, was ist da auf dem Tisch? Da liegt doch was, oder nicht? Ein Schild neben diesem Dinosaurierknochen sagt: Bitte berühren! Entweder müssen sich diese Knochen einsam fühlen, oder das Museum möchte, dass du mehr über diese Knochen lernst, indem du mit ihnen in Kontakt kommst. Aha. Der Knochen ist versteinert und verstaubt. Der Schenkelknochen eines jungen Tyrannosauriers, der ihn sicher nicht mehr gebrauchen kann. Du liest es auf und versorgst es in deiner Tasche. Okay, also jetzt haben wir Beweismittel unterschlagen und das Museum beraubt. Ich glaube, wir kommen immer tiefer in die Spirale, kann das sein? Also es wird immer schlimmer. Wir werden immer krimineller. Da haben wir noch ein Schild. Aber hier kommt man nicht mehr raus. Das heißt, der Raum ist abgeschlossen. Okay.